Hallo Freunde der gepflegten Funkerei. Leider muss ich heute mal so ein Meckervideo machen. Es ist in letzter Zeit öfters bis häufig vorkommen, dass wir als Bergfunker beschimpft werden, was für Schwachstromfunker wir sind, was für Unwissende bis hin zum was für Idioten ihr seid, uns betitelt worden. Das, was wir machen, ist sowieso scheiße und überhaupt und sowieso. Was hat das Ganze für einen Sinn? Ich kann auf über 30 Jahre Funk im Privaten, auch beruflich, von der Pike auf gelernt bis hin zu Militärführungspositionen auf Erfahrung zurückgreifen. Auch in dem Fall nenne ich ihn Tommy, ein Lassie 01, der funkt auch schon seit seiner frühesten Jugend. Also, wir machen sicher nicht alles richtig, wir sind nicht allwissend, wir sind aber auch nicht unwissend. Und was wir machen, hat Hand und Fuß. Manchmal mag es für den einen oder anderen eben nicht sinnvoll sein oder nicht nach Lehrbuch, weil wir tüfteln und probieren auch aus. Beide machen wir eigentlich keine, oder wir Bergfunker machen eigentlich keine Technikvideos. Da gibt's weitaus andere, die das besser können, die das vielleicht tiefgründiger können oder eben repräsentativer können, sichtlich der Art und Weise, wie das übermittelt wird. Dann die Gerätschaften, die wir nutzen, sind allesamt selbst gekauft. Die Antennen, das Kabel, jedes Steckerle, alles selbst gekauft, nichts gesponsert. Wenn auch mal irgendwo ein Pepper hängt oder ein Name fällt, der so gängigen Funkdealer, Funkreparateure, wie man sie alle nennt. Ja? Also, bitte, reißt euch zusammen. Wir haben eigentlich kein Interesse daran, die Kommentare abzuschalten. Aufgrund solcher negativen Kommentare, Kritik immer und gerne, Diskussionen immer und gerne, aber Contenance. Also haltet euch am Riemen, bedenkt eure Wortwahl, überlegt vielleicht, ob derjenige, der vor der Kamera in dem Fall steht, das vielleicht mit Absicht macht, ja. Ganz kleines Beispiel, im letzten Video hatte ich genau wie hier dieses Flackerlicht, wie es einer genannt hat. Der eine hat mich gefragt, hey, ist geil, wo hast du es her? Und der nächste fragt mich, was der Scheißdreck soll. Mir persönlich gefällt's. Ich muss es nicht immer haben, mir gefällt's. Ich habe es hier auch. Ich bin in meiner Werkstatt. Ist auch eine nette Spielerei. Es kommt auch drauf an, wo wir sind, was wir sind, was wir machen. Also wenn man jetzt da hier, ich sag mal, versuche, notfunkmäßig unterwegs sei, da haben wir natürlich solche Spielereien nicht. Kann man machen, muss man nicht, ob man es braucht oder nicht, sei auch mal dahingestellt. Dann die verwendete Geräte. Ich hatte in einem der letzten Videos, ich glaube, das war der Klippeeck-Video, das letzte Klippeeck-Video, die CRT 9900. Ja, es ist kein CB-Gerät. Richtig. Und ich war auf CB-Funkfrequenzen. Ja, ist auch richtig. Aber zum einen kam das Gerät frisch von Mars aus der Reparatur. Somit konnte ich es testen, ob es funktioniert. Weil ich wusste, dass an dem Wochenende die Runde unterwegs ist. Von daheim aus kann ich das leider nicht immer. Und zum anderen muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Wer frei von Schuld werfe den ersten Stein, so steht es, glaube ich, in der Bibel. Also, wer hat nicht schon mit einem Amateurfunkgerät gefunkt? Wer hat nicht schon irgendeinen Brenner hinter dran gehabt? Oder. Ja, lasst die Kirche im Dorf und bleibt fair und sachlich. Was ist mir noch aufgefallen? Noch einmal dazu. Also, Kommentare. Ich habe auch nicht die Zeit, ständig hinzusitzen und da die Einzelnen rauszupicken. Also entweder wir reißen uns alle zusammen und schreiben ordentlich miteinander
Oder wir schalten die Kommentare ab, was meiner Meinung nach schade ist. Tommy hat ja schon mal eine Zeit lang abgeschaltet gehabt, beziehungsweise der Bergfunkkanal hat schon mal abgeschaltet gehabt, weil es auch überhand genommen hat. Und die Zeit hinzusitzen, raussortieren, können wir nicht. Ja, wir betreiben es hobbymäßig, wir opfern Freizeit, wie andere ihr Hobby auch. Und sind froh, wenn wir da die Gemeinschaft aufrecht erhalten können, dass wir auch dem Nachwuchs CB-Funk beibringen können. Daraus resultiert vielleicht einmal ein Amateurfunker, weiß man nicht. Oder alte Kameraden, die das sagen, Mensch, das habe ich auch noch, oder keine Ahnung, ich bin krank, ich habe Zeit dazu, oder ich bin Rentner, oder. Ja, wenn man zurückdenkt an Corona, England hat sich das zunutze gemacht und hat bis zum heutigen Tage ihren Gottesdienst über CB-Funk gemacht, den man auch sonntags in Deutschland empfangen kann, weil die Leute einfach gebrechlich waren, weil die sind, weil die Leute einfach nicht in die Kirche durften. Alles hat sich etabliert. Ich finde es eine tolle Sache. Ich bin froh, dass wir den Bergfunkkanal betreiben können und dass wir da auch eine ganz tolle Gruppe haben mittlerweile. Und ja, dann noch zum Equipment für das Filme. Wurde ich auch schon bitterbös beschimpft. Ja, ich sei zu blöde, Kamera zu führen. Nein, bin ich nicht. Mein Augenmerk liegt drauf, um die Inhalte zu vermitteln und nicht um da Hollywood-mäßige Blockbuster-Filme zu drehen. Das dürfen gern die machen, die das auch hobbymäßig machen oder vielleicht sogar professionell machen. Ich nutze ein stinkeinfaches Handy, schneide es am Handy zusammen und schiebe es dann auf YouTube. Ja. Soweit ich weiß, macht Lassie das auch so. Berggeist weiß ich jetzt gar nicht, wie der es macht. Ist egal. Ich habe zum einen nicht das Geld dazu, mir da hochteures Equipment zu kaufen, weil das Geld nutze ich lieber für meine Funkgeräte. Lieber habe ich 5 Funkgeräte wie eine Kamera. Ja, kann man vielleicht für andere Sachen auch nutzen. Mache ich nicht. Ich mache nur das hier. Also nochmal der Appell. Bitte, bitte, reißt euch zusammen. Werd nicht immer gleich bös und gehässig, wenn mal etwas nicht so ist, wie es ist. Wenn einer kommt und sagt, du, das und das ist mir aufgefallen. Warum machst du das so? Oder vielleicht überlegst du mal eine andere Lösung. Ist in Ordnung, aber wie gesagt, beleidigend ist ganz außer raus. Wird es nicht besser, schalten wir die Kommentare ab. Ganz einfach. In dem Sinn, 73, viel Spaß weiterhin mit den kommenden Videos und wir hören uns vielleicht auf der Welle. Oder dann wieder hier im Video. Danke für die Aufmerksamkeit.